Herzlich willkommen zurück zu Dead Space mit Mr. Kiwi PLP und Isaac Clark. Ja, immer dabei. Und ja, es wird spannend, Leute. Schaffe ich es nun, gegen diese Horde zu bestehen? Oder werde ich wieder versagen? Ich weiß es nicht. Aber diesmal werde ich da hinten bleiben. Weil ihr habt ja gesehen, hier vorne, ich dachte, die kommen alle von da hinten, aber die scheinen von hier vorne alle gekommen zu sein. Vielleicht kriege ich es da besser hin. Diesmal habe ich aber zweimal Doppelpack Leben dabei. Leider nur 27 Schuss extra für das Impulsgewehr. Aber na, wir werden es sehen. So, ich renne jetzt mal hier hinter. Und wie ihr wahrscheinlich Ende des letzten Parts gehört habt, habe ich diese Schutzmission geschafft. So, wo seid ihr? Der erste ist down. Der erste und 10 weitere Folgen. Der zweite. Der dritte. Oh mein Gott, wie viele kommen denn hier? Geh weg hier, hau mich nicht. Ich habe kein gutes Gefühl hier. Oh, yay. Ich muss jetzt mal schnell Heilung nehmen. Geht ja ab wie bei Resident Evil hier. Oder? Oh nein, Resident Evil ist viel einfacher. Ja. So, ich glaube, ich habe es geschafft. Ich höre jedenfalls keinen mehr rumschmatzen. Boah, ist ja furchtbar, ey. Und ich habe einmal Leben benutzt, wie ihr gesehen habt. Tja, da muss man dann eher in Bewegung bleiben. Die haben jetzt alle haben sie jetzt für einen Ripper Munition gedroppt. Also das ist ja auch schon merkwürdig. Ich behalte aber trotzdem jetzt erstmal die Laserkanone. Was lag da hinten noch? Ach, noch ein Stase-Paket. So, muss ich jetzt hier nochmal drauf drücken? Nee. Mhm. Antrieb bereit, bitte Zündung bestätigen. Jetzt, ab jetzt kannst du dann rausrennen. Kommen aber jetzt keine Gegner mehr, ne? Ja, ich renn raus. Ja, ich renn raus. Ist doch ganz schön laut hier drin. Es funktioniert. Ja. Wir sind online und funktionstüchtig. Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einem Geostat. Warte, wir sind uns nicht sicher. Hier, ey, das ist ja Irrenanstalt. Das Schiff ist offline. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in 1000 Stücke zerreißen. Ich glaube, ich komme in das Kapitel, wo es gar nicht gefallen wird. Ich werde hier arbeiten. Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. Oh, ich kann mir sogar Laserkanonen und Energie leisten. Beide. Auf der Brücke, wenn ich mich da recht erinnere, auf der Brücke ging auch gut was ab. Aber naja, egal. Bis jetzt haben wir es geschafft, bis auf ein paar Tode. So, wo muss ich lang? Da hoch. Ich hab einen Halbableiter Gold und einen Rubin-Halbableiter, ey. Der gibt 10.000. Ja, ich will es. Der ist schon wieder Ripper-Munition. Jetzt reicht's mir aber. Schmeiß ich hier eh mal die 2 Schuss-Ripper, schmeiß ich raus. Ich brauche nämlich eher das. Ich wollte doch hier noch irgendwas. So. Na, wann kommt der nächste? Soll ich jetzt mal 4 Energieknoten im Shop gekauft? Du hast dir 4 Energieknoten gekauft. Ja. Weil ich hätte gerne mal ein bisschen mehr Lebensanzeige und ein bisschen mehr. Oh Gott! Leck mich am Arsch! Was überrascht du mich so von hinten? Mistvieh. Entschuldigung. Oh Gott. Jetzt bin ich zu tot erschreckt gerade. So, jetzt sind wir hier wieder. Und ich höre schon wieder was. Ah ja.
will dir auch jemand Hallo sagen. Ah ja. Du Alte. Jetzt gib mir gefälligst irgendwas. Ich muss jetzt erstmal die Waffen aufleveln, ey, das ist ja. Ah ja, ein bisschen Kohle gibt er mir wenigstens. So, muss ich jetzt. Ich muss jetzt bestimmt hier weg. Ja, ja, ja. Also bei dem Shop brauche ich jetzt wahrscheinlich gar nicht gucken. Es geht jetzt, glaube ich, wieder zu dem, zu der Eisenbahn. Ich weiß gar nicht, was ich leveln soll, ey. Und bei dem Shop hier, bei der Eisenbahn, ach, hier gab es gar keinen. Gut. Na gut, dann gehen wir rein. Dann ist das Level jetzt beendet. Und das nächste Level krault mir jetzt schon. Viel Spaß, Alter. Ja. Jetzt muss ich ja auf die Brücke. Speichern, jawohl. Ja, seht ihr, fahren jetzt direkt gleich vor bis zur Brücke. Und da habe ich auch einige schlechte Erinnerungen. Oh Mann. Oh Mann, musst du mich so erschrecken. Kendra hatte recht, das. Wer? Na hier, der mir hier mit mir quatscht gerade. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben du bist Sie von gerade mit der Monorail angekommen, gell? Wollten Sie uns ja, ja. Von dem Artefakt erzählen, und ich gehe. Ich bin fertig und du fängst gerade an. Toll, ey. Klasse, ich bin viel zu weit. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Ich bin zu weit, ey. Du kommst, ich gehe. Keine Ahnung, was es ist. Ach was. Speichern? Sie wusste nichts darüber? Sie lügen doch. Also, Augenblick mal, ich bin hier nicht der Böse. Wir ja, sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Die Bienen verstehen sie immer noch nicht so. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bringt uns zum Cockpit des Captains. Ich werde Ihnen später alles erklären. Hammond out. Ja, ja, mal nicht so, ne, hier, ne. Nicht so den ja. Befehlshaber so raushängen lassen. Ja, wo ist denn hier? Hier gibt's gar keinen Shop. Kommt der noch erst? Der kommt noch, ja. Okay. So gesehen ist ja Isaac deswegen da, weil Hammond ja eigentlich drauf auf das Raumschiff drauffliegen wollte, obwohl die schon abgestürzt sind. Aha. Und Kendra hat ja gesagt, nee, komm, drossel die Geschwindigkeit, dann flieg wieder weg. Ah ja. Hier so eine. Da hab ich mich jetzt aber nicht erschrocken. Lauf ich einfach durch. Kriegst mich nicht. Ach, hier ist ein Gesicht. Ja, ach, hier ist der Shop. So, mal sehen, was ich verkaufen kann. Medipack. So, ich kann dir jetzt nur gleich sagen, bevor den nächsten Gegner kommt, bekommst du jetzt den Anzug. Ja, noch steht er hier nicht drin im Shop. Ja, hier gibt's ein Schema. Und zeig dann da, wo du jetzt genau hinläufst. Oh nein, jetzt bin ich hier in dem Horrortrakt. So, ich verkaufe erstmal hier den Goldleiter. Dann verkaufe ich hier ein Stasepack. Was verkaufen wir noch? Ripperkling haben wir eindeutig zu viel. Den werde ich jetzt erstmal nicht benutzen. Kann ich. Ich behalte einmal Munition drin dafür. So. Also, jetzt weiß ich, wann man bekommt, wenn man die Schemen übersieht. Jetzt war es ja bei mir so, im letzten gab es ja den Flammenwerfer mit sowas, gell? Ja. Und die habe ich jetzt alle nachbekommen, obwohl ich sie nicht eingesammelt habe. Also so, ab nächstes Kapitel gibt es die dann. So viel. Da kaufe ich mir mal noch ein Medipack Mittel. Kostet zwar 5000, aber ist mir jetzt wert. Ich weiß ja nicht, was kommt. Also ich weiß so ungefähr, was kommt. So, Knoten kaufe ich jetzt noch nicht, weil ich erstmal den Anzug kaufen will. Okay. Wie viel Munition habe ich denn jetzt für die 6 plus noch? 6. Nee, da muss ich nochmal rein. Das ist zu wenig. Ach du Heilige. Ich verkaufe mal das andere auch hier. Ich glaube mal, wir kriegen gleich davon sowieso noch was.
Ah, hier, oh Gott, jetzt bin ich in dem Kapitel, wo das nicht kommt. Oh, Scheiße. Plasma, Strahlmunition. Zweimal, sind das jetzt zwei Schuss etwa nur? Tatsächlich. Ja, wenn du einmal zwei kaufst, dann kriegst du auch nur zwei Schuss. Ja, komm, eins, drei. Jetzt haben wir 12 Schuss dafür, das müsste dann reichen. So, jetzt aber wirklich genau. So. Ja, weil hier, jetzt weiß ich wieder. Ja. Schäden. Die Eindämmung sollte aber okay sein. Die Lebenserhaltungssysteme sind stabil. Wir müssen jetzt das AAS zum Laufen bringen. Brücke, komm! Wir sind jetzt an Bord gegangen. Ich wiederhole, sind an Bord. Sie werden angegriffen. Was zum Teufel sind das für Kreaturen? Die haben schon fast die gesamte Deckmannschaft umgebracht. Daniel, weißt du, wo ich jetzt bin? Nee. Wir können sie nicht lange tragen. Ich bin ja ein Kapitel weiter als du. Naja. Ja, Leute, und aus der Tür da hinten, die da, da kommt was durchgerannt. Und wenn jemand ein Wesen schafft, so eine fette Tür da durchzurennen, dann könnt ihr euch auch vorstellen, ne, wie groß oder klein das ungefähr ist. Ich speichere jetzt hier das Spiel raus, alles krieg einen Nervenzusammenbruch. Einen Haufen Ripper-Munition, ey. Leute, ich benutze den noch gerade nicht. So, ich muss natürlich da runter. Aber hier können wir noch mal speichern, sehr schön. Dann. Kapitel 4. So. Na dann mal los. Auf geht er. Ah, wieder mit einem Aufzug. Jetzt müsste eigentlich gleich der uns die ganze Zeit Befehle gibt, kommen. Ja, sind das nicht hier Rettungskapseln? Hast du das Schema für den Anzug genommen und bist dann erstmal zurückgerannt? Nee, ich bin dann erstmal weitergegangen. Weil hinter der Tür ist das schon deine Mission zu Ende gegangen. Ja. Da ist der Hemmung. Isaac, Mann, haben Sie mich erschreckt. Ich werde hier noch zum Schisser. Ja. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden. Machst nichts, stehst den ganzen Tag hier nur vor dem Bildschirm. Ich weiß, was Kentron mir nicht traut, aber ich weiß wirklich nichts über einen Marker oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ganz easy. Nee, das Kapitel. Da kommt jetzt der Gegner, den ich überhaupt nicht leiden kann. Jetzt bin ich zum Schiffer. Ja, jetzt sagt er schon, Asteroiden-Abwehrsystem. Ah, kannst du das nicht alleine machen? Du bist gleich der Mechaniker. Du kennst dich wahrscheinlich besser damit aus, solche Dinger zum Laufen zu bringen als der. Aber, naja. Das ist Spiel beendet, Alter. Ne? Ja, ich soll vorsichtig sein. Er hat wieder irgendwas gesehen oder gehört. Es war riesig. Ja, und er redet jetzt von das, was ich gerade meinte, was dann da durch die Tür geschossen kommt. Und uns ans Leder will. Aber hilft ja nichts. Da müssen wir durch. Ich glaube. Mit Stase kann man den aber, glaube ich, gut bearbeiten, wenn ich treffen sollte wieder, ne? Auf den Rücken schießen. So, dann speichere ich hier oben natürlich nochmal. Über den letzten Speicherplatz. Also den hier. Ah.
Na komm. Komm jetzt. Ich weiß, dass du da durchkommst. Muss ich da... Ja, ich soll auch zu der Tür hingehen. Ja, seht ihr? Big Mama's in the house. Ist der schon tot? Nee, jetzt, ne? Nee, ist er ja auch nicht. Also ich habe das Vieh eigentlich schwerer in Erinnerung gehabt. Aber wisst ihr, ich habe damals überhaupt keine Stase angewendet. Und da hat er mich gleich hier durch den ganzen Raum geschossen, sozusagen. Ja, und jetzt habe ich gleich dreimal Stase angewendet. Ja, mach uns wieder ganz. So. Du warst zwar mal mein Mädel, aber... Du bist für mich gestorben. Ja. Aufzug aktivieren. Atriumaufzüge sind jetzt online. Ja, und hier gibt's eine Werkbank. Natürlich kann ich schon wieder nichts aufnehmen. Die konnte ich noch aufnehmen. Knoten, wie viel haben wir denn da? 3. Na, kann ich wenigstens 2 ausgeben. Ja, die Strahlenkanone, die war jetzt gerade nicht schlecht. Die haben wir ja noch gar nicht aufgerüstet. Ja, dann mache ich einmal hier Schaden und einmal Kapazität. Mehr Schuss bitte. So. So, jetzt müssen wir bloß zum Aufzug. Jetzt kamen doch hier aber auch wieder welche, ne? Oder irre ich mich da? Die kommen, wenn du aus dem Aufzug rauskommst, wieder. Ja, und da draußen seht ihr schon, wie die fetten Brocken hier überall. Ne? Also von hat der Fliegen. Also hat der da vorne auch keine Ahnung von Fliegen. Also man kann könnte sowas ja ausweichen. Ich bezichtige Sie alle der Meuterei. Kein sorgen Sie dafür, dass Sie wieder zur Vernunft kommen. Beruhigen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Captain Matthias für dienstuntauglich. Der Marker muss in die Kapelle gebracht werden. Terence, bitte! Es tut mir leid, Ben, aber ich kann Sie das nicht tun lassen. Verräter! Ketzer! Haltet seinen Kopf! Mörder! Haltet ihn fest! Das ist natürlich übel. Das war nicht nur mit Absicht, gell? Sag dazu nichts. Hat er ihnen voll das Auge ausgestochen. Oh. So, was haben wir hier? Bisschen Kohle. Und hier. Oh, immer diese. Ich glaube, ich nehme den Ripper. Beim nächsten Mal lege ich den Instincts. Weil andauernd droppen die Ripper-Munition. Weißt du? Mhm. Und was haben wir da vorne noch? Irgendwie finde ich das Dead Space für PC-Version ist alles viel, viel heller. Schema. Die PC-Version, ja? Ja, ich habe die Helligkeit hier nicht erhöht. Ich finde es ganz schön hell, wenn ich bedenke, ich habe fast nichts gesehen.
Also ich habe die so gelassen, wie sie ist. So. Ja, hier rüber. Ja, Leute, 20 Minuten sind jetzt um. Wenn ich jetzt weiter renne, glaube ich, kommt nicht so schnell ein Speicherpunkt. Dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt einen Schnitt. Und hoffe, es hat euch gefallen und hoffe auch, dass wir euch das nächste Mal wiedersehen. Also bis dann. Bye. Dead Space.